bin Ende, Anfang der 70er in die DGSP gekommen, zu den ersten Tagungen gekommen, noch als Student. Und die DGSP war meine politische Heimat sehr früh. Umgekehrt habe ich, glaube ich, am Anfang einige genervt mit politischen Themen, galt so ein bisschen als Rebell, der alle möglichen Sachen da reinträgt, von Friedensbewegung und von anderen Themen. War dann aber auch sehr schnell identifiziert mit der DGSP. Habe 40 Jahre im UKE gearbeitet, war dort Nachfolger von Ursula Ploog und relativ schnell war Klaus Dörner auch weg nach Gütersloh und habe dann da versucht, die Sozialpsychiatrie auch weiterzuentwickeln, die regionale Versorgung weiterzuentwickeln. Und da war die DGSP von Anfang an, oder auch die HGSP von Anfang an ein wichtiger Background, eine wichtige Unterstützung. Die politische Heimat, also einen Hintergrund zu haben, eine Unterstützung zu haben, eine Auseinandersetzung zu haben. Also, dass dort berufsgruppenübergreifend diskutiert wurde, das geht jetzt heutzutage so selbstverständlich unter. Das war damals ein Novum. Und für mich ist das auch ein Hauptimpuls der DGSP gewesen. Wir müssen miteinander reden und es gemeinsam gestalten. Später kam dann für mich ganz existenziell der Trialog dazu. Das Miteinander hieß dann auch mit betroffenen Angehörigen auf Augenhöhe. Da muss man sagen, das war nicht Verdienst der DGSP, das kam von außen, auch mit Dorothea Buck und unserem gemeinsamen. Aber dann war die DGSP sozusagen ein Teil des Trialogs und auch nur noch ein Teil meines Herzens und nicht mehr allein Vertretungsanspruch sozusagen. Also einmal diese Teamdiskussion, also eine Sprache gemeinsam zu finden, ist, glaube ich, ein Verdienst. Was mich im Vorstand, ich war dann ja auch im DGSP-Vorstand, sehr beschäftigt hat, war die Veränderung der Finanzierungsstrukturen und damit der Machtverhältnisse. Also nicht Klinik als Bettenburg, sondern Klinik als Behandlungsort, der flexibel die Menschen so begleitet, wie es sein soll. Das war ja unsere Vision eigentlich von Anfang an. Und wenn man mal nüchtern betrachtet, wie lange es gebraucht hat, bis das Wirklichkeit geworden ist, dann würde man sagen, jetzt langsam mit regionalem Budget und integrierter Versorgung und anderer Art Finanzierung, jetzt langsam trägt das Früchte, um was wir da Jahrzehnte gekämpft haben. Also da wird man schon nüchtern, wie lange das braucht, aber es ist eben auch wichtig, einen langen politischen Atem zu haben, um die Strukturen auch politisch zu verändern. Ich glaube, dass die Psychiatriepolitik wieder mehr Politik werden muss. Also wenn man die Psychiatriereform anguckt, die verschiedenen Phasen, haben wir menschenunwürdige Verhältnisse versucht zu beseitigen. Heute muss man wieder gucken, ist die Akutpsychiatrie, die Situation auf geschlossenen Stationen menschenwürdig oder schon nicht mehr? Und wir haben dann gesagt, wir müssen sozialpsychiatrische Einrichtungen schaffen, hat Lotte ja auch von gesprochen. Ich fand wichtig, dass wir genau die auch wieder in Frage gestellt haben und gesagt haben, wir wollen nicht Wohnheime bauen und Werkstätten für Behinderte, sondern wir wollen Wohnungen haben und Arbeitsplätze haben. Und an der Stelle muss die Psychiatriereform wieder mehr politisch werden, damit wir Wohnraum kriegen, auch in Städten wie Hamburg, und damit die Arbeitsplätze auch wirklich im Zentrum sind und nicht ausgelagert. So, also da denke ich, geht es immer darum, die Psychiatrie braucht den politischen Diskurs und muss ihn anstoßen, aber sie kann nicht alleine agieren. Habe ich so erlebt. Da war für mich 1994 ein entscheidendes Erlebnis, wo wir ja den ersten sozialpsychiatrischen Weltkongress nach Hamburg geholt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg und zur Bedingung gemacht haben. Also nach der Nazi-Diktatur war das erste Mal, dass die Weltpsychiatrie sich in Deutschland versammelte. Und da haben wir ja zur Bedingung gemacht, dass wir das trialogisch machen. Und die DGSP musste gewonnen werden, das mitzutragen, aber hat es mitgetragen. Und es war einer der wirklich bewegendsten Kongressen, die ich je erlebt habe. Und es war für mich ein ganz wichtiger Wendepunkt, auch den Trialog international bekannt zu machen, auch in Deutschland zu verbreiten. Und das gelang mit der DGSP. Ein zentrales Erlebnis war für mich der Weltkongress, weil ich damit eben auch sehr identifiziert war und mich da sehr angestrengt hatte. Die Demo in Bonn zur Auflösung der Großanstalten war auch schon etwas, wo es wichtig war, politisch in Erscheinung zu treten, auch sichtbar zu werden. Und sonst gab es viele kleine Erlebnisse, Diskurse mit anderen Kollegen, Diskursen im Trialog. Also
Ich finde ja wichtig, dass wir psychiatrische Einrichtungen immer wieder in Frage stellen, aber auch psychiatrisches Denken immer wieder in Frage stellen. Also dass wir immer wieder auch vermitteln, da ist ein Kontinuum zwischen gesund und krank und die Diagnosen sind Konstruktionen, aber bilden keine neue Wirklichkeit ab. Und wir reden eigentlich von menschlichen Zuständen und Psychosen sind eine besondere Form von Dünnhäutigkeit und Depressionen sind ein Schutzmechanismus der Seele und die Manie ist eine Flucht nach vorne. Aber das sind nicht einfach Etikette, die irgendwie Menschen neu erklären, sondern wir müssen immer beim menschlichen Verständnis bleiben. Da war die DGSB am Anfang hilfreich, aber sie ist auch zwischendurch lahm geworden und muss da wieder beweglicher werden. Wir haben uns zu sehr angefreundet mit Einrichtungen und mit Diagnosen und da muss wieder mehr Schwung rein. Und da war der Trialog, glaube ich, wichtig, für mich persönlich auf jeden Fall. Also das sogenannte anthropologische Denken kam von mich aus den Diskursen mit Dorothea Buck oder jetzt mit Gwen Schulz oder aus diesen Zusammenhängen heraus. Und das immer wieder in die DGSB reinzutragen, ist wichtig. Was die DGSP für mich auch ausgemacht hat, war immer auch vom Letzten her denken. Nicht elitär werden und für bestimmte bequeme Patienten neue Wege schaffen, sondern immer auch die einschließen, die unbequem sind, die schwierig sind, die eigensinnig sind. Und das ist der Maßstab und der muss es auch heute noch sein. Und da müssen auch die sozialpsychiatrischen Einrichtungen müssen da aufpassen, dass sie mit den Finanzierungsbedingungen in Hamburg zum Beispiel nicht anfangen, die Leichten zu nehmen und die Schwierigen bleiben auf den geschlossenen Stationen und dann wird über geschlossene Einrichtungen nachgedacht, obwohl einfach nur die Wege durchlässiger wieder werden müssen. Also das wäre mir sehr am Herzen, dass wir nicht anfangen, in geschlossenen Strukturen zu denken, sondern wirklich eher die Wege offen halten und für politische Bedingungen kämpfen, die eben auch ermöglichen, die zu nehmen, die es am meisten brauchen und nicht die, die am bequemsten sind. Mut und Öffnung, also Mut, Dialog und mehr Politik wieder. Also mehr Zusammenhang zur Politik, weil die brauchen wir, um was in Bewegung zu setzen. Allein schon bei Wohnungen, ne, in der Stadt wie Hamburg Wohnungen zu kriegen, geht nur im großen politischen Zusammenhang. Und das gilt für alle anderen lebensnahen Hilfen gilt das auch. Also der Trialog ist eine Vision oder eine Idee, aber gleichzeitig ein konkretes Geschehen in den Psychoseseminaren. Die sind quasi die Keimzelle des Trialogs. Aber der Trialog hat sich weiterentwickelt und sind bestimmte in der Lehre oder in Tagungen ja selbstverständlich oder in Schriften oder in Büchern selbstverständlich. In der Forschung gerade erst, dass wir anfangen, partizipative Forschung aufzubauen und zu fördern. Aber auch da gibt es inzwischen auch mehr Anerkennung für. Also der Trialog muss vielfältig sich in verschiedene Richtungen wenden. Meine politische Heimat ist der Verein Irre Menschlich Hamburg jetzt am meisten, wo wir eben mit allen möglichen Einrichtungen in Hamburg Öffentlichkeitsarbeit machen, für Sensibilität und Toleranz werben, also uns direkt auch an Öffentlichkeit wenden, um ein anderes Verständnis von psychischen Störungen zu vermitteln. Das ist ja auch Aufgabe von DGSP, ein anderes Bild zu vermitteln und dafür braucht man den Trialog. Das geht nicht ohne Betroffene und Angehörige.